Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute bringe ich euch Grüße von Down Under. Dann lernt ihr Claudia Kugelmann kennen, eine wunderbare Lektorin, die sich mit dem Norden auskennt. Und zuletzt ein unheimliches Dinner. Unsere Ida Aura, das Weltreiseschiff, ist in Down Under angekommen. Und natürlich kommen wir der Bitte der Australier nach, ganz viel von Australien zu zeigen, von diesem wunderbaren Kontinent. Und wir haben auch vor Ort Spenden gesammelt. Aber ihr bekommt erstmal diese wunderbaren Bilder. Viel Spaß! Die AIDA Aura Weltenbummler grüßen ganz herzlich aus Down Under. In den letzten Wochen haben wir den Südpazifik erobert und Neuseeland und Australien bestaunt. Was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt. Im ersten neuseeländischen Hafen in Tauranga haben wir in der Bay of Plenty gemerkt, warum so viele Menschen nach Neuseeland auswandern. Tauranga hat uns mitgenommen auf eine Reise ins urtraditionelle Neuseeland, und zwar in ein Maori-Dorf, in dem wir in die Maori-Rituale einbezogen wurden. Zum Glück haben sie unser Friedensangebot angenommen. Prior to getting to the marae, we asked if we can have a chief from your country to stand up and represent you and to say thank you to the host family for having you there. Original neuseeländische Natur pur konnten wir bestaunen im Botanischen Garten in Wellington und im Nationalpark Zealandia. Zurück an Bord haben uns die Maori mit ihrer spirituellen Darbietung in ihren Bann gezogen. Das ganze Pooldeck war mit dabei und mittendrin auch unser Entertainment Manager Tobi. In einer neuseeländischen Idylle wandern. Was will man mehr? Hi, I'm Jill and welcome to Mistletoe Bay. This is one of hundreds of bays in the Marlborough Sounds that you can visit when you come here. I think you would love it. It's very nice. I'll be waiting for you. Wir hatten sogar das Glück, ein paar Meeresbewohner aus der Luft zu beobachten. Zwickt uns mal jemand, wir glauben nämlich, wir träumen. Mit über 100 wunderschönen Stränden, mehreren Nationalparks, Sehenswürdigkeiten und umgeben von den Blue Mountains ist Sydney nicht nur das wichtigste Industrie- und Finanzzentrum des Landes, sondern auch eine Hauptattraktion für Touristen wie uns. So etwas gibt es nur selten. Sydney vereint alles, was man zum Leben braucht. Deshalb gilt sie auch als eine der Städte mit der größten Lebensqualität weltweit. Kunst, Kultur, Wirtschaft, Shopping und alles ganz wunderbar ansehnlich verpackt, das ist die Hauptstadt von New South Wales. Wir sind unterwegs im beschäftigten Central Business District, aber 15 Gehminuten über die imposante Harbour Bridge entfernt herrscht entspanntes Vorstadtfeeling mit familiären Cafés und gemütlichen Ecken. In Esperance haben wir ein Stück Großbritannien entdeckt. Da hat doch tatsächlich jemand das komplette Stonehenge nachgebaut. Show me my dear. Außerdem waren wir am aktivsten Strand der Welt. Hier treffen wir auf Strandbesucher der besonderen Art, Kängurus. Das aus den Hügeln austretende Frischwasser lockt sie an und das salzhaltige Seegras steht auf ihrem Speiseplan. Und auch sie lässt nichts aus der Ruhe bringen. Typisch australisch. Show me. How to live outside my shell.
Australien hat aber auch imposante Wüstenlandschaften zu bieten. Wir sind jetzt in der Pinnacle-Wüste. Steinsäulen, die bis zu 3,5 Meter hoch sein können. Und zwar wurden die entschaffen von Mutter Natur. Mit Zeit, mit Wasser, mit Regen, mit dem richtigen Gestein, nämlich Kalkstein, und mit Vegetation, die mit ihren Wurzeln Säure in die Erde gebracht haben. Und alles drumherum, was nicht verhärtet war, wurde von Wind und Regen weggewaschen. Hier im Südwesten Australiens lebt es das glücklichste Tier der Welt, das immer lächelnde Quokka. Quokkas sind Beuteltiere und eine Unterart der Kängurus. Sie sind ein bisschen größer, als man auf Fotos vermuten würde. Sie können so groß werden wie eine kleine Katze und bis zu 5 Kilo wiegen. Genau wie Kängurus sind Quokkas Pflanzenfresser und bringen immer nur ein Junges zur Zeit zur Welt. Die Jungen von den Quokkas werden wie alle Jungen der Beuteltiere Joeys genannt. Wir werfen einen letzten sehnsüchtigen Blick auf Australien auf Down Under beim extra schönen Sonnenuntergang beim Auslaufen aus Fremantle. We'll take a cup of kindness yet for all lands. Jetzt machen wir uns auf durch den Indischen Ozean Richtung Mauritius und damit gebe ich wieder zu dir, Boris. Danke, liebe Caro, für diesen wunderbaren Bericht und wir freuen uns schon auf den nächsten. So, jetzt kommen wir zu unserer Lektorin, Frau Kugelmann. Frau Kugelmann ist Expertin für den Norden, eine Lektorin mit Herz und sie hat uns ganz viel zu erzählen. Bitte schön. Na gut, ich war ein Mädchen, das schon immer sich gern bewegt hat. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich mit den Eltern spazieren gegangen bin, lauter Purzelbäume geschlagen. Da habe ich beschlossen, irgendwann, ich möchte Sport studieren. Ich möchte Sportlehrerin werden und dann habe ich leistungsmäßig Basketball gespielt, habe Sport studiert und dann hat sich die Chance ergeben, dass ich an die Universität kommen konnte und hier eine Stelle fand. Wirklich ein Höhepunkt meiner Tätigkeit. Man hat ja die Freiheit der Forschung und Lehre an der Universität und der Höhepunkt war dieses Projekt mit der Thor Heyerdahl und dem Klassenzimmer unter Segeln, wo eben 30 Schülerinnen und Schüler ganz andere Lernerfahrungen machen können, als sonst möglich ist, eben auf dem Segelschiff über den Atlantik zu fahren und dort Projekte zu machen und nautische Ausbildung zu erhalten. Ja, die Liebe zum Norden hat sich parallel entwickelt, weil die Urlaube, die immer wieder möglich waren, die haben mich immer wieder in den Norden geführt. Mit meinem Mann habe ich die Lofoten entdeckt und das Dovrefjell und das Rondane-Gebiet, auch wieder beim Wandern und Zelten und Beeren suchen und Pilze sammeln. Und es war einfach ein Sehnsuchtsland schon in dieser Zeit gewesen. Und erst jetzt in meinem Ruhestand, da habe ich aber durch Kreuzfahrten kennengelernt, dass ein Lektor die Reise für die Gäste sehr bereichern kann. Und das hat mir gefallen. Und als mein Beruf jetzt vorbei war, dachte ich, das wäre was für mich. Für mich ist immer wieder ein Highlight, nach Bergen zu kommen. Bergen ist für mich eine Traumstadt. Bergen ist für mich die schönste Stadt Norwegens. Und wenn ich nach Bergen hineinfahre, habe ich das Gefühl, da bin ich wirklich fast zu Hause. Und darauf freue ich mich jedes Mal wieder und auch diesmal. Wir bei AIDA tun ja alles für euren wunderschönen Urlaub und die Kollegen an Bord denken sich fantastische Sachen aus. Jetzt habe ich einen kleinen Film für euch, ganz besondere Aktion. Die Kollegen aus dem Restaurant haben sich etwas ganz Tolles ausgedacht. Und zwar ein Dinner im Style von Fluch der Karibik. Und die Gäste hatten richtig Spaß. Guck mal. Geben Sie mal her hier. Wir haben mal das Selection übernommen. Das alte Team hat uns nicht gefallen und die Dekoration schon gar nicht. Wir fangen jetzt gleich mit der Suppe an. Ihr müsst aufstehen, nehmt euch eure Schalen, Töpfe, Tassen, was ihr wollt, ist mir egal. Und dann könnt ihr euch eure Suppe abholen.
Ja? Wer nicht will, kriegt nicht. Pech gehabt. Ja? Wenn ich sage fertig, dann sind wir alle fertig mit der Suppe. Ja? So, ich hoffe, euch schmeckt's nicht. Ja? Und dann fangen wir jetzt an mit der Suppe. Du, als Fan von Fluch der Karibik bin ich für alles offen. Ich finde, wir müssen Spaß haben und das ist Spaß. Der erste Eindruck ist sehr, ja, seemännisch. So, ich hoffe, die Suppe war wirklich so scheiße, wie sie aussah. Ja, deswegen freut euch mal auf den Hauptgang, der wird noch schlechter. Wir kommen jetzt zum Dessert. Mit Pudding, mit Eis, mit Eisen dran. So sieht das aus, wenn man fertig ist. Kaputter Löffel. Mir hat überhaupt nicht geschmeckt ja heute. Auch wenn man sagen soll, dass es total schlecht und gruselig und grausam war und das Essen schlecht war, es war das Beste hier auf diesem Schiff. Dass einem hinterher richtig übel wird, weil man so viel gegessen hat und weil es so toll war. Ist ja immer noch hier. Jetzt aber raus. Eine großartige Aktion. Vielen Dank an die Kollegen. Und ich bin sehr gespannt, wenn ich im März mit meiner Familie in Asien bin, wir auch sowas erleben dürfen. Und jetzt kommen wir zur Verlockung der Woche. Und davor sage ich euch noch eins. Wenn ihr mehr wissen wollt über uns, über unsere Reisen, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes nach Bari. Danach bringt uns die Route nach Korfu. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit der wunderbarsten Musik, diesmal direkt von Down Under mit australischer Musik. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zur nächsten Woche.